Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman, wo wir immer noch das Kotti-Paradigma versuchen zu lösen, Stufe 3. Da haben wir beim letzten Mal ganz schön gefehlt. Ich habe auch offscreen noch ein bisschen gefehlt. Dazu werde ich auch noch etwas sagen, später am Tag. Jedenfalls habe ich das zum Anlass genommen, um mich ein bisschen umzusehen, um einfach zu schauen, ob es irgendwo noch eine zweite Axt gibt. Und eigentlich war mein Plan, ausgelöst durch ein Event, das ich nachher an geeigneter Stelle noch in die Folge schneiden werde, mich im oberen Stockwerk nach einer Axt umzusehen. Und da habe ich aber tatsächlich keine gefunden. Dafür habe ich aber eine Axt in einer sehr, sehr günstigen Position gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich die vorher schon mal gefunden hatte, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein ist mir so, als wenn ich die schon mal bei einem, ja, in Anführungszeichen normalen Missions-Playthrough hier gefunden hätte. Und zwar hatte ich ja am Anfang vom Kotti-Paradigma gesagt, eigentlich um Leiser umzubringen, würde ich gerne in diesen Raum da drüben kommen. Und wir unterbrechen, ups, sorry, mal das Gespräch, damit Leiser den Drang verspürt, auf Toilette zu gehen. Schmuggeln uns hier in diesen Raum, in den ich eigentlich wollte. Ne? Eigentlich dachte ich, ja, da konnte ich von außen über den Hof. Aber tatsächlich kann man das einfach andersrum machen. Denn in diesem Raum hier ist eine Axt versteckt. Eine Axt. Und zwar genau hier in der Ecke. Eine Streitaxt. Und das ist perfekt für uns. Das ist ernsthaft perfekt für uns. Weil, wie ihr seht, ne, Liza hier direkt nebenan. Das ist mega cool. So. Liza erledigt. Axt ist unseres. Ziel 1 ausgeschaltet. So schnell kann es gehen. So, und jetzt gehen wir einfach hier raus und gehen runter in den Keller. Über diese Treppe hier links von uns. Wir warten kurz, bis der Wachmann nicht in unsere Richtung guckt. Die ganze Zeit so hier rüber? Nee, ne? Ja, der hat irgendwie ein bisschen Gumminacken gerade. So, jetzt pushen wir einfach runter. So, und durch den Keller zu gehen, hat natürlich den unheimlichen Vorteil, dass man, ohne auf viele Leute zu treffen, an die Servicetreppe kommt, also die Angestellten-Treppe, Bedienstetentreppe, wie auch immer man das nennen möchte. Gucken gerade alle nicht. Sehr schön. So, können wir hier irgendwie Deckung wechseln? Nee, da werden wir also vorbei sprinten müssen. Ungefähr so. Keiner hat was bemerkt. Und der zweite Vorteil ist, wir kommen hier an den Generalschlüssel. Ach, oben bei Liza gab es natürlich noch eine Einladung, die ich hätte mitnehmen können. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Brauchen wir aber auch nicht. So, und der zweite Vorteil ist, wir haben dort direkt das Videoaufzeichnungsgerät und haben so schon mal die Kameras ausgeschaltet. Der zweite Koch da gegenüber am Herd ist gar nicht da. Perfekt. Diese Gelegenheit nutzen wir, um hier diese Treppe benutzen zu können. Da oben den Techniker, den werden wir auch nicht töten, sondern einfach in Ruhe lassen, denke ich, dieses Mal. Und dann sind wir wieder ziemlich schnell und sehr unauffällig. Ja, das war also unser nicht entdeckt werden Bonus. Da bin ich einen kleinen Tick zu spät in Deckung gegangen. Aber der Typ macht nichts, zum Glück. Also an der Stelle kann man sich ein bisschen geschickter anstellen. Aber der hatte da auch echt einen ganz kurz uns nur gesehen, ne? Normalerweise brauchen die ja immer ein bisschen länger. So, schleichen uns hier hinter ihm lang. Damit er keinen Alarm auslöst, gehen hier einfach auf die Galerie. Gucken, die Polizisten sind gerade nicht da. Schleichen mal hier links lang. Die Kameras sind ja deaktiviert. Ne, wir sehen, die bewegen sich noch, aber die zeichnen halt nicht mehr auf. Da sind die Polizisten.
Ich glaube, die machen da vorne einen kleinen Stopp, ganz genau. Gucken kurz. So, und das ist unsere Chance. Um sie einfach zum Scheich zu schleichen. So, Tür hinter uns ordentlich schließen. Damit auch ja niemand was bemerkt. Ach, wir hätten auch den Schlüssel benutzen können, glaube ich. Na, macht nichts. Schlösser knacken geht genauso schnell. Na, Agent 47 ist da ziemlich gut. So, und da habe ich hier gehockt und dann ist... ups, ja, da habe ich genau hier gehockt, habe gewartet, bis der Scheich kommt und dann ist ungefähr Folgendes passiert. Okay. Also bis hierher alles cool. Wir werden angeblich gejagt, aber ich sehe keine Jäger. Deswegen alles in Ordnung. Fuck. Da bin ich ganz kurz abgerutscht mit der Maus. Oh Gott, na, mal sehen, ob wir das Ding wiederbekommen. Ich befürchte, wir brauchen einen Plan. Ich befürchte, wir brauchen einen Plan. So. Jetzt kommt der Scheich natürlich hier rein. Ja, das war so nicht geplant. Fuck. Ach, verdammt, ey. Wie habe ich denn die Axt daneben geworfen gerade? Wo geht denn der Scheich hin? Der geht weg. Fuck, der geht weg. So, wir brauchen auf jeden Fall die Axt wieder. Oh fuck, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Und dieses Ereignis, das ziemlich lustig war, aber auch ein bisschen nervtötend, hat mich also auf die Idee gebracht, mich als Cicada-Leibwächter zu verkleiden, um mich ein bisschen umzusehen. Ne? Eigentlich wollte ich nach einer zweiten Axt suchen. Und dabei habe ich festgestellt, ja okay, als Zikada-Leibwächter kommt man auch nicht wirklich hoch. Weil einer von den Leibwächtern an den beiden Treppen einen immer erkennt. Oh, irgendjemand sucht uns. Oh, da drüben der Butler, der ist auf uns aufmerksam geworden. Und das ist dumm. Und dann dachte ich mir, okay, wir versuchen das einfach mal. Als Scheich verkleidet, denn als Scheich verkleidet hat man ja ein bisschen mehr Freiheiten. Und da mir das Spiel gerade abgestürzt ist, habe ich jetzt schon rausgefunden. Jo, als Scheich kommt man die Treppen ohne Probleme hoch. Wahrscheinlich, wenn alle Stricke reißen, wenn man das nur im Anzug spielen wollen würde, könnte man auch immer, wenn gerade keiner hinguckt, die Axt aufnehmen, die schnell ein bisschen weiterwerfen und ganz unbeteiligt tun die ganze Zeit, denn die Axt wird dann nicht als Waffe erkannt, solange sie am Boden liegt. Er wird dementsprechend auch nicht mitgenommen. Und der hat das Radio gerade ausgemacht, ne? Und das ging auch. Aber als Scheich da nach oben zu kommen, hat natürlich den entscheidenden Vorteil. Wir kommen A in die Nähe von Haley. Und B haben wir einen Weg, von dem wir wissen, um Haley abzulenken. Ja, und da wird es ja dann schon wieder interessant, ne? Haley ablenken und so. Knaller. Warum renne ich jetzt gerade hier lang? Achso, verstehe. So, nee, da wollen wir gar nicht raus. Wir wollen hier lang. Let me know if you need anything, Sheik Agazawi. Jupp, werde ich ja machen. So, und das ist natürlich schon mal ziemlich gut. Wenn man Haley da ablenken kann, so jetzt. You must be your grace.
Ja, das finde ich. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir wollen nämlich uns natürlich das Dongle schnappen. Und dazu müssten wir hier drüben ran. Und da kommen wir, glaube ich, als Scheich auch nicht hin. In diesen Bereich, ne? Befürchte ich beinahe. Ohne es jetzt natürlich genau zu wissen. Jetzt was? Ach so, das ist eine Etage tiefer. Das wird nämlich richtig angezeigt. Oder kommen wir da drüben hin? Das wäre nämlich praktisch, wenn wir uns nicht hier das Ganze rumschleichen müssten, sondern irgendwie ins Büro von Dahlia oder so könnten. Aber wir gucken mal, ob wir da als Scheich durchkommen. Your Highness. Danke, danke, hi. Alles gut bei euch, ja? Rockt? Your Excellency. So, da ist einer, der würde uns erkennen. Ungünstig. Aber wir gucken mal, ob wir hier durchs Büro kommen vielleicht. A good day to you, sir. Dürfen wir durch? Scheinbar. Oh ja. Wir dürfen als Scheich direkt hier hin. Der guckt jetzt natürlich. Und sagt nicht, der kommt hier rein. Nee. Margolis' dad was some overzealous Israeli army general. Ja, dann versuchen wir uns mal hier reinzuschleichen. Wow, funktioniert. Die Tür schließen vielleicht. Danke. So. Und jetzt nicht die Nerven verlieren. Drüben, der ist gerade weggegangen. So, hier ist das Dongle. Perfekt. Perfekt, perfekt. Läuft, läuft. Wow, oh, okay, cool. Also man muss sich da nicht durchschleichen. Man kann das quasi direkt hier so machen. Und dann dürfen wir wahrscheinlich auch hier hinten rein, oder? Wir dürfen sogar in das Büro rein. Monstermäßig gut. Hi. Du darfst gehen. Raus. Und fort mit dir. Hör auf mich anzustarren. Das macht mir Angst. Sie hat sich gerade wie so ein Sim bewegt, ne? Als wenn wir ihre Position blockieren würden. Die Sims machen das immer so, wenn man ihnen im Weg steht. Und sie gerade die Mikrowelle oder in dem Fall den Laptop benutzen wollen. So, und wir hauen hier einfach das Dongle rein. Und das ist insofern cool, dass Haley durchdreht. Und dann versucht, ich glaube, sie versucht zum Speedboat zu fliehen. Auf jeden Fall benutzt sie dafür unsere Lieblingstreppe. Und was dabei auch ganz cool ist, sie wird ja von diesem Leibwächter begleitet, ne? Aber der ist teilweise so weit vor ihr, dass sich da auf dieser Treppe tatsächlich eine Möglichkeit geben könnte. Ach, das sind die beiden Polizisten. Ach, wie unangenehm. So, also bis hier haben wir es schon mal geschafft. Das ist sehr cool. So, und jetzt muss nur noch alles gut gehen. Wo ist unsere Axt? Die haben wir. Gut, sehr schön. So, dann schleichen wir uns hier wieder raus. In Richtung Bedienstetentreppe. Oh, da sind gerade die Polizisten. Eher ungünstig jetzt da rauszugehen. Kann ich euch verraten. Ja, die stehen jetzt hier natürlich kurz davor. Haley ist im Moment gar nicht auf der Karte eingezeichnet, ne? Na, mal gucken. Wo ist die Gute? Ah, in ihrem Büro.
Kriegt wahrscheinlich gerade einen Nervenzusammenbruch. So, und ich hoffe, ich irre mich nicht. Und sie läuft wirklich über die Treppe. Aber ich meine, das war so. Wir werden uns einfach auf die Treppe setzen unten und mal schauen, was passiert. So, hier vorbei, der hat nämlich gar nicht geguckt. Guckt immer noch nicht, perfekt. So, dann setze ich mich einfach hier unten hin und warte und schaue, was passiert. Wir können ja kurz auf die Karte gucken. Sie bewegt sich. Ja, das könnte jetzt eine Weile dauern. Deswegen überlege ich tatsächlich, einen Cut zu machen hier an der Stelle. Und dann wieder reinzuschneiden, wenn was passiert. Wir sehen uns also gleich wieder, Jungs und Mädels. So, da sind wir also wieder. Und Haley ist dann tatsächlich von dem Büro, ne, direkt hier zu dieser Treppe gelaufen. Hier runter, dann hier raus und steht jetzt oben vor der Bedienstetentreppe. Und ich hoffe, sie nimmt die jetzt auch. Ja, da befindet sich im Treppenhaus. Wir müssen jetzt nur gucken. Da ist ihr Leibwächter gewesen. Oh, perfekt. Das ist mega perfekt. So, und jetzt müssen wir Haley nur erwischen, ohne dass sie uns bemerkt, bevor sie hier zur Tür rausgeht. Da kommt sie. So, und jetzt nehmen wir sie schnell mit. Ach, die Axt lassen wir da liegen. Ach nein, die Axt steckt in ihr. Gut, dann verstecken wir sie eben mit der Axt. So, und wir verstecken sie mal hier unten im Schrank. Leiser konnten wir nicht verstecken, alle anderen haben wir versteckt. Und dann war das ein aufregender Abend für Agent 47. Und ich habe eigentlich keinen Bock, gerade unten durch den Keller zu gehen. Deswegen gehen wir einfach hier oben raus, durch den Haupteingang, irgendwo. Wir müssen gucken, ja, wahrscheinlich gehen wir hier hinten. Nee, hier hinten lang. Doch, ne? Und dann über die Terrasse. Ich denke, wir machen das so rum. Ne, da rechts steht einer, der würde uns erkennen. Also gehen wir einfach hier lang. Die würden auch alle auf uns aufmerksam werden, was natürlich dumm ist. Wo gehen wir denn da lang? Ach du Scheiße. Hier hinten zu der Seite raus? Ich meine, wir können es ja mal probieren. Ach, wir dürfen hier nicht sein. Das ist das Problem. Wir dürfen hier nicht sein. Vor der Absperrung dürfen wir natürlich wieder sein. So, alles cool? Ah, das war das Problem. Okay, gut. Also, doch einen Fluchtweg gefunden. So, und dann gehen wir hier am besten innen lang. Da hinten über dem Parkplatz mit den Wachleuten fühle ich mich gerade nicht geneigt zu gehen, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu kribbelig. Ich meine, draußen gibt es auch einen Leibwächter, der uns durchschauen kann, aber ansonsten wissen wir, der Weg hier ist frei. Ne, der da links, der kann uns durchschauen. Da hätten wir uns einfach hier so ein bisschen rechts gucken. Ja, da ist keiner, der uns... Okay. Ja, da sieht er uns. Ha, 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 huch, huch, huch. Alles cool, alles cool, alles cool. Ja, tatsächlich ein aufregender Abend hier. Aber war ein bisschen Fummelarbeit. Auf die Idee mit dem Dongle muss man natürlich kommen und da muss man diese Axt da finden. Also es ist tatsächlich mehr ein bisschen Fleißarbeit, als dass man hier irgendwelche krassen Skills haben muss und nachdenken und so weiter und so fort. Aufregend trotzdem. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Jungs und Mädels.
ungebetener Gast haben wir abgeschlossen. 159 Punkte, 15 Minuten haben wir gebraucht. Das ist relativ lange, bin ich mir sicher. Ach so, ja, und das Kotti-Paradigma haben wir natürlich auch abgeschlossen. Erledigt. Ja. Das war's also erstmal von meiner Seite aus, Jungs und Mädels. Die Folge dadurch jetzt einen kleinen Tick kürzer, glaube ich, als normalerweise. Ich weiß nicht, mit dem Schneiden nachher kommen wir, glaube ich, auf fast 30 Minuten. Aber ihr könnt euch schon mal freuen auf den nächsten Mega-Fail hier. Denn es gibt kein neues, schwer zu fassendes Ziel, das vorneweg. Aber es gibt die Scorpion-Direktive. Da sollen wir also als Küchenhilfe verkleidet mit einer beliebigen Waffe Edmondo Giordano töten. Und das Ganze scheint ja dann wieder in Sapienza zu spielen, ganz genau. Also als nächstes geht's wieder nach Sapienza. Jungs und Mädels, freut euch schon mal. Ich freue mich schon mal drauf. Leute töten, als Küchenhilfe verkleidet. Ein Spaß für die ganze Familie. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, wie gesagt, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sache hier wie ich. Ganz so aufregend war es für euch bestimmt nicht, aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Lasst es euch gut gehen. Ciao!